Hi meine Lieben, mein Name ist Annalena von Ape Annalena und ich zeige euch heute, wie ihr diese Katze malen könnt oder wie ihr die Tipps aus diesem Video nehmen könnt und mit diesen Tipps euer Lieblingstier oder euer Haustier malen könnt. Ich habe für dieses Gemälde eine sehr einfache Farbpalette benutzt und zwar habe ich die Farben Rot, Gelb, Blau, Hellblau, Dunkelblau, Schwarz, Weiß, Braun, Grün, ich glaube das war's. Ich werde euch die Farben nochmal im Video aufzählen. Die habe ich verwendet und habe dann noch zusätzlich mit drei Pinseln gearbeitet. Das sind diese hier. Und zwar einmal der hier. Das ist ein bisschen ein gröberer Pinsel. Sehr breit, sehr steif, nur der Kopf lässt sich biegen, der Rest ist recht steif. Der ist super zum Verblenden. Dann diesen hier, ich hoffe ihr könnt es gut sehen. Den kann man richtig schön biegen, der ist auch ein bisschen breiter, den kann man schön für größere Flächen verwenden. Und dann diesen hier, der ist ein bisschen schmaler, der ist wirklich toll für die Feinheiten, für Details, fürs Fell zum Beispiel. Genau. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben, liked, subscribe, teilt es mit Freunden. Ich würde mich freuen und dann starten wir. So, hier seht ihr meine Vorlage. Ich messe aus, wie lang und breit meine Vorlage ist und teile das dann durch 12. Dann zeichne ich mit einem Meterstab die einzelnen Werte ein. Ich benutze hier mein Handy fürs Zusammenrechnen. Die Vorlage habe ich übrigens von meiner Freundin bekommen. Vielen Dank dafür nochmal, Nicole. Auf dem Foto selbst schaut die Katze etwas nach unten, das wollte ich aber beim Gemälde nicht. Deswegen habe ich es erstmal auf dem PC produziert und dann so gedreht, dass die Katze nach vorne schaut. Also wundert euch da bitte nicht, dass das Foto ein bisschen schief ausschaut. Ich habe den Rand deswegen nochmal nachgezeichnet. Und das ist auch ein kleiner Trick, den man sich dann merken kann, wenn das Tier mal nicht so guckt, wie man möchte. Verbinde ich dann die Punkte miteinander, sodass ein Raster entsteht. Dieses Raster übertrage ich dann auf die Leinwand. Und so kann ich dann genau einzeichnen, wo die Nase hingehört, wo die Augen hingehören, wie groß die Abstände zueinander sein sollen. Das hilft mir einfach ungemein dabei und ich würde es auch jedem von euch empfehlen. So, hier seht ihr, dass ich die Leinwand schon mal vorbereitet habe. Also ich habe das Raster übertragen und habe auch die Katze schon mal eingemalt. Ich trage die Farbe von außen nach innen auf. Also ich fange am Rand an und arbeite mich dann nach innen. Nachdem ich den Rand fertig gemalt habe, arbeite ich mich zum Fell vor. Hierzu ziehe ich die Farbe mit dem Pinsel von außen nach innen und zwar drücke ich außen mehr auf und ziehe den Pinsel dann nach innen und nach oben weg, sodass einfach weniger Farbe auf der Leinwand haften bleibt, wenn ich ihn nach oben ziehe. An der Stelle könnt ihr sehr gut mit Wasser arbeiten. Es kann sein, dass ihr dann ein paar Mal öfters drüber gehen müsst, damit die Farbe da auch, dann am Ende auch schön deckt. Aber es ist dann ein bisschen leichter, diese Felllinien einzuzeichnen. Die Farbpalette bleibt übrigens über das ganze Gemälde gleich. Und zwar verwende ich hier so ziemlich die Grundfarben und mische mir dann alle anderen Farben selbst zusammen. Die Palette besteht aus Dunkelblau, Hellblau, Rot, Grün, Gelb, Schwarz und Weiß. Und später kommt dann noch Braun dazu. Bei der Hintergrundfarbe fange ich immer mit Weiß an und mische dann die verschiedenen Blautöne, das Grün und das Schwarz rein. Um den Rand oben einfacher zu bemalen, habe ich die Leinwand hochgenommen und im Anschluss male ich dann die Seitenränder nochmal. Wenn man nicht gewohnt ist, auf einer bespannten Leinwand zu malen, dann kann das anfangs gerne mal vergessen werden, aber man gewöhnt sich eigentlich recht schnell dran. So, nun würde der Hintergrund eigentlich schon ganz gut ausschauen. Ich mische hier aber nochmal Farbe an
Und zwar streiche ich dann mit dem Pinsel von innen nach außen oder von außen nach innen, ist eigentlich egal. Wichtig ist hierbei, ich ziehe immer in die gleiche Richtung. Das schaut so ein bisschen aus wie ein Heiligenschein, der um das Motiv strahlt. Das wird man dann später, wenn die Farbe getrocknet ist, gar nicht mehr so stark sehen. Aber das macht doch nochmal einen sehr schönen Effekt. Und ich liebe es, mit Details zu arbeiten. Und ich finde, dass diese kleinen Details eine Arbeit einfach wirklich zu was Besonderem machen. In die Augen habe ich als erstes als Basisfarbe Türkis aufgetragen und mische mir dann eine dunklere Farbe an, um das Auge zu umranden. So, als nächstes lege ich mir sozusagen eine Karte zurecht. Ich male dann die Stellen im Auge dunkel, die auch auf dem Foto dunkler sind, und mische mir die weiteren Farben dazu. Jetzt bekommt das Auge einen leichten Graustich. Dadurch wirkt es wieder realer. Das Türkis baue ich später nochmal mehr mit ein, aber wenn es zu türkis bleibt, dann schaut es einfach nicht realistisch aus. Ich verwende auch immer wieder mal einen trockenen Pinsel, um die Farben ineinander zu vermischen. Um die Details im Auge besser darstellen zu können, habe ich hier schon zu einem feineren als einem dünneren Pinsel gewechselt. Und auch hier sieht man dann wieder den harten Pinsel, mit dem ich die Farben vermische. Das mache ich dann so ziemlich im Wechsel. Also ich gehe immer wieder mit dem feinen Pinsel hin und dann verblende ich wieder mit dem trockenen. Als nächstes füge ich ein paar Highlights hinzu und dann verblende ich wieder mit dem trockenen Pinsel. Das mache ich dann so ein paar Mal. Macht euch auch keinen Kopf, wenn es länger dauert, bis es so aussieht, wie ihr es haben möchtet. Man braucht einfach viel Geduld. Ich trage auch hier wirklich viele Schichten auf und verblende immer wieder zwischendurch, bis ich zufrieden bin. Dann wende ich dieselbe Technik beim zweiten Auge an. Wie ihr hier seht, habe ich diesmal zuerst den graulichen Farbton aufgetragen und dann die Highlights und dann die Umrandung. Also die Reihenfolge ist im Prinzip komplett egal. Ich mache es immer ein bisschen nach Gefühl. Auch hier trage ich immer wieder viele, viele Schichten auf und verblende diese dann miteinander. Selbst bei der Iris trage ich viele Schichten auf, die ich immer wieder verblende, einfach bis es realistisch ausschaut. Außerdem entdecke ich die beste Strategie, wie man das malt, am besten beim Malen selbst, und so kommt es halt dann auch immer wieder zu Anpassungen. Wichtig ist auch zu sagen, ihr müsst nicht immer alles perfekt machen. Also habt da keine Angst, wenn es nicht gleich hinhaut. Ihr könnt, wie gesagt, immer wieder drüber gehen, viele Schichten auftragen. Und wenn es nicht perfekt ist, wenn es nicht optimal ausschaut, dann ist das auch okay. Das ist in der Natur auch nicht so, dass alles perfekt ist. Und die Verbesserung kommt automatisch durchs viele Üben, durchs Praktizieren. Und ich kann es nur jemandem ans Herz legen, der sich verbessern möchte. Übt, übt, übt. Das Schöne ist auch, ganz egal wie oft, dass ihr irgendwas verpatzt oder ihr nicht zufrieden damit seid, ihr könnt immer wieder drüber malen. Ihr macht einfach immer mehr Schichten, bis euch das Ergebnis gefällt. Und so mache ich das einfach auch. Im Anschluss setze ich dann noch die Highlights, wie zum Beispiel die Reflexion im Auge. Immer wieder korrigiere ich dann zwischendurch auch das erste Auge und so erreiche ich, dass beide ziemlich gleich wirken. Als nächstes gehe ich dann zum Fell über. Hierzu male ich erstmal die dunklen Stellen im Fell auf Leinwand und mache mir sozusagen wieder eine Karte, nach der ich mich später richten kann. Hier gilt auch, je besser ihr beim Vorzeichnen solche Markierungen schon einzeichnet, desto leichter tut ihr euch dann später beim Aufmalen der Karte mit dem Pinsel. Im Übrigen habe ich mich entschieden, den Hintergrund einfarbig in diesen Grau-Grün-Ton zu gestalten, da die Farbe auch in der Vorlage vorkommt und ich finde, dadurch kommen die Augen besonders schön zur Geltung. Man muss den Hintergrund natürlich nicht einfarbig gestalten. In diesem Fall fand ich das aber viel besser, weil die Katze so in den Vordergrund rückt und die Augen des Betrachters können sich voll und ganz auf das Hauptmotiv legen und auf die Details darin konzentrieren. Als nächstes male ich hier die Grundierung der Nase. Ihr könnt natürlich erstmal die Karte fertig malen, nicht so wie ich, das eine anfangen und dann nicht fertig machen und dann irgendwas anderes anfangen.
Aber mei, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Wie gesagt, ich arbeite da viel mit Gefühl und was mir in dem Moment dann gerade richtig vorkommt, das mache ich dann auch. Und so soll sie auch einfach sein. So, dann mache ich wieder mit der Karte weiter. Die Karte gilt nur zur groben Orientierung. Also ihr müsst da gar nicht genau malen. Ganz im Gegenteil. Als nächstes mache ich die Umrandung der Ohren. Da diese später ebenfalls in dem dunklen Farbton ausgemalt werden, markiere ich die hier sozusagen. Hier muss es auch nicht genau sein. Ich achte nur darauf, dass ich in der Linie bleibe. Als nächstes führe ich die Bereiche zwischen den Markierungen aus. Ich achte hier darauf, dass keine weißen Stellen durch die Leinwand mehr durchscheinen. Manchmal muss man auch öfters über eine Stelle drüber malen, damit das gelingt. Ein guter Tipp ist auch, dass man bei der Farbe ein bisschen mehr Wasser mitmischt und so lässt es sich dann leichter verteilen. Auch in diesem Schritt muss nicht genau gearbeitet werden. Es geht vielmehr darum, eine Übersicht zu bekommen, wo die hellen Stellen sind, wo die dunklen Stellen sind und dann später vermischt man die Farbtöne. Manchmal male ich dann die dunklen Stellen nochmal nach, damit man die Unterschiede wirklich schön sehen kann. Später male ich dann nochmal eine weitere Schicht, bei der ich dann die Farben miteinander verblende, um so einen natürlichen Effekt zu erhalten. Damit ich die Strukturen und die Farbverläufe gut erkennen kann, liegt meine Vorlage immer nah bei mir. Wenn das nicht ausreicht, dann lege ich sie halt einfach nochmal näher zu mir, damit ich die Details besser sehen kann. An der Nase setze ich dann auch nochmal ein paar Korrekturen. Die Grundierung erfolgte mit den Farben Schwarz, Braun und Rot. Und ich setze danach noch ein paar Highlights dazu. So, das war's dann auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der erste Teil. Es wird dann nochmal einen zweiten, vielleicht sogar einen dritten Teil geben. Wenn euch mein Video gefällt, teilt es gerne. Wenn euch meine Arbeit allgemein gefällt, dann folgt mir gerne auf Instagram oder Facebook und ich freue mich auf jedes Kommentar von euch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.